Eine englische Woche steht in der Regionalliga auf dem Spielplan und so reist der OFC am Dienstagabend zum hessischen Derby zum KSV Hessen-Kassel. Sreto Ristić hat seine Kickers dabei auf zwei Positionen im Vergleich zum Sieg gegen Hoffenheim verändert. Ein wenig überraschend fehlt Elias Soriano in der Startelf. Dabei trifft er gegen Kassel sehr regelmäßig. Zudem sitzt auch Rafael Garcia nur auf der Bank. Dafür beginnen heute Serkan Firat und Lukas Hermes. Hinein in das Spiel, wir gehen direkt in die 16. Minute. Malte Karpstein schaltet sich in die Offensive mit ein. Spielt auf Serkan Firat und dessen Flanke findet Lukas Hermes. Knapp drüber, schade, der Angriff war richtig schön anzuschauen. Aber auch die Gastgeber aus Kassel sind bis dato gut im Spiel. Nur die Chancen fehlen noch. Nach einem Fehlpass des OFC holt sich aber Jon Mogge die Kugel, verzögert dann noch, sucht eine Anspielstation und findet sie in Karaman. Der kommt dann zum Abschluss, aber auch dieser Versuch will nicht auf das Tor kommen. Und gleich ein weiteres Mal Kassel, das jetzt von Offenbacher Fehlern im Spielaufbau profitiert. Diesmal spielt Stefan Flaude den Fehlpass. Frederik Brill mit der Riesenchance lässt das Geschenk aber liegen. Das war die bislang größte Chance des ganzen Spiels. Dann aber auch mal wieder der OFC. Nach einem Foul von Döringer an Davutuma haben die Kickers diesen Freistoß in Strafraumnähe. Tunay Dennis übernimmt das. Grötike im Tor mit Problemen, aber dann kann zur Ecke geklärt werden. Die bringt nichts ein. Das Spiel ist aber jetzt ausgeglichen. Beide Mannschaften wollen nach vorn spielen. Es geht hier über Tunay Dennis, der noch hinaus auf Lukas Hermes. Dessen flache Hereingabe findet aber keinen Abnehmer. Dejan Bocic hatte da schon gelauert. Direkt weiter mit einem weiteren Freistoß für die Mannschaft von Sreto Ristić. Tunay Dennis schlenzt den Ball über die Mauer, aber auch über das Tor. Kurz vor dem Seitenwechsel sollte es dann noch mal hektisch werden. Im Zweikampf mit Jascha Döringer setzt Osa Renren Okungbova seine Hände zu stark ein. Und der Offenbacher hat schon in der 5. Minute nach einem unterbundenen Kontergelb gesehen. Jetzt ein weiteres Mal gefoult. Er sieht die zweite gelbe Karte und muss mit Gelb-Rot vom Feld. Die Kickers werden also über eine Halbzeit lang zu 10 spielen müssen. Wir machen direkt mit der zweiten Halbzeit weiter. Und da starten wir mit einem weiteren Freistoß für die Kickers. Wieder Tunay Dennis. Aber auch wieder zu hoch. Nicolas Grötike muss wieder nicht eingreifen. Gefahr entsteht nun vornehmlich durch ruhende Bälle. Tunay Dennis diesmal nicht direkt. Malte Karpstein kommt aber nicht richtig an das Leder. Und gleich noch ein weiterer Freistoß. Um es direkt zu probieren, ist es zu weit. Also bringt Dennis den Ball vor das Tor. Sebastian Zielenicki mit dem Kopf. Gefährlich. Diesmal muss Grötike sich richtig strecken, um den Ball um den Pfosten zu lenken. Trotz Unterzahl gehören die besseren Chancen nun dem OFC. Kassel tut sich schwer gegen die kompakt stehende Kickers-Defensive. Nach dem Diagonalball und den anschließenden Doppelpass mit Floto ist es Nael Naya mit der Chance. Flauda macht das kurze Eck aber zu und klärt zum Eckball. Als dann Tunay Dennis einen langen Ball in die Spitze auf Dejan Bocic schlägt, unterschätzt Nicolas Grötike den Ball und kann dann gerade noch im letzten Moment mit der Picke retten. Es laufen dann schon die letzten 10 Minuten. Noch gibt sich keine Mannschaft mit der Punkteteilung zufrieden. Die Kickers bauen Druck auf. Kassel kann sich nicht richtig befreien. Und so kommt der Ball zu Tunay Dennis. Und der flankt und findet Soriano. Elias Soriano, nach 72 Minuten für Dejan Bocic gekommen, hätte hier um ein Haar ein weiteres Mal gegen Kassel getroffen. Eine Szene haben wir noch. Kassel mit einem Eckball. Flauder mit der Faustabwehr.
Der erste Nachschuss wird geblockt und der zweite geht dann über das Tor. So bleibt es torlos in Kassel. Aber da der OFC mehr als eine ganze Halbzeit lang in Unterzahl spielen musste, muss man auch mit einem Punkt mal leben. Weiter geht es nun am Sonntag mit einem Heimspiel. Dann ist der FC Astoria Waldorf zu Gast in Offenbach.